Dass der renommierte Dozent und Gastronom seine kulinarischen Geheimnisse auch den hiesigen Köchen preisgibt, ist der Verdienst vom Tausigsassa René Wittmer. René Wittmer, Sie sind der Gastronomieplaner, Koch und Initiator von dem Anlass. Wie ist die Verbindung zwischen Ihnen und dem Heike Antoniewicz entstanden? Das ist eine lustige Geschichte. Der Heiko ist im TV total auftreten, beim Stefan Raab. Und hat mit dem ziemlich eine knifflige Aufgabe gehabt. Also er hat auch Basilikumnudeln gemacht und hat so Tomaten geschnitten. Und dann sagt er zum Raab, er soll ihm doch schnell das Kerngehäuse rausschneiden, oder? Und man kennt ja den Stefan Raab, der hat ihn da einfach reingebissen und hat seine Nudeln im Studio rumgespritzt. Und der Heiko Antoniewicz ist da schon ein Idol von uns, mit dem Fingerfoodbuch und mit seiner avantgardistischen Art zum Kochen. Man kann auch noch mehr. Ich mach das, macht mir aber Spaß. Das habe ich befürchtet, das in der Spaß. Na, das. Ja? Und da habe ich gedacht, da bin ich verlockt worden. Ich dachte, hey, wie geht der um mit diesen Leuten, oder? Und dann habe ich gegoogelt und habe am Abend, also zur Nacht, dem Heiko ein Mail geschrieben. Er hat gesagt, ich wäre da davon gelaufen und hätte ihm vor allen Leuten gesagt, was für ein Sack das ist, das machst du einfach nicht. Oder? Hat ihm wirklich den Auftritt praktisch versaut. Und der hat das ganz locker genommen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben natürlich gemerkt, dass wir die gleichen Ideen haben und viel Herzblut haben für unseren Beruf und eben auch ein bisschen die Nase im Wind, und wenn es um die Avantgarde-Küche gegangen ist. Und dann haben sie Gemeinsamkeiten entdeckt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich komme auf Dortmund in den nächsten Workshop. Da hat sie so einen Avantgarde-Workshop gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es Sous-Vide oder Fingerfood oder alles gemischt. Oder. Und so sind wir zusammengekommen. Was rechtfertigt denn, dass er heute da ist? Erstens einmal, dass er ein einzigartiger Mensch ist. Und einfach, dass er profunde Kenntnisse hat, wirklich vertieftes Know-how über Gastronomie. Also er war Koch des Jahres gewesen. In Deutschland, er ist ein Top-Gastronom, er ist ein Unternehmer und er hat einfach immer die Nase im Wind, wenn es irgendwo etwas Neues gibt. Also ich sage jetzt, Mise en place machen, also den Kurs aufbauen, da fängt zwei Monate vorher an und da müsste ich etwa ein halbes Jahr Warenkundunterricht nehmen bei einem Top-Profi. Nein, der würde gar nicht, das ist gar nicht möglich, das Know-how. Ich lerne so viel, wenn ich Rohstoff beschaffe für ihn oder wenn wir gemeinsam ins Feld rausgehen. Sagt er, weißt du, das ist ein Busch, oder? Und sagt er, nein, das ist eine Nachtkerze, das sind wilde Okra, oder? Und die haben wir dann eingebaut. Wir sind die geschnitten und haben sie da im Kurs eingebaut. Und heute haben wir es jetzt einfach offiziell im Programm gehabt. Es geht um Fermentation, das ist an und für sich nichts Neues. Überhaupt nicht, nein. Ich meine, schon die alten Seeräuber haben ihr Fleisch und ihren Fisch eingesalzen oder haben es geräucht. Früher hat man die Lebensmittel so haltbar gemacht. Und im Prinzip alles, was liegen bleibt, wenn ein Apfel vom Baum abgeht und er bleibt liegen, dann fängt er an zu fermentieren, oder? Also, und warum denn ein Kurs? Ich finde wichtig, Avantgarde ist sehr wichtig, oder? Aber Avantgarde lebt nicht ohne Vergangenheit. Also es ist ganz wichtig, dass man alte, vielleicht auch veraltete Methoden wieder aufnimmt. Also beispielsweise ein Koch lernt 15 Grundzubereitungsarten. Aber wenn der die immer noch so interpretiert, wie er es vor 30, 40 Jahren mal gelernt hat, dann ist er irgendwie in der Regiehütte am Gartenblöchern oder am Kackens und Hörnli machen und hat seine Nase halt nicht im Wind. Weil die Ernährung hat sich geändert, das Ernährungsbewusstsein hat sich geändert. Also wenn heute ein 20-Jähriger in ein Restaurant reinkommt oder ein 15, meine Buben schon mit 15, die sind mündig. Die wissen, um was es geht. Die kennen Lebensmittel, die kennen Zubereitungsarten. Meine, wir haben ja so einen Overhead an Kochsendungen, wenn er das deutsche Fernsehen ist, also Schweizer Fernsehen einschaltet. Wir haben so viel Information über Kochtechnik, über Geräte, moderne und. Also, ja, ich denke, da ist es einfach wirklich wichtig, dass man sich befasst mit diesen Methoden.